Hallo, ich heiße Jan Wildberger, ich studiere hier European Studies. Ich studiere hier seit jetzt einem Jahr, das ist mein erstes Jahr beim Bachelor. Wieso ich diesem Studium genommen habe, war, weil das eine bessere Alternative war für mich am ersten Blick. Anstatt dass ich nach England gehe und da nicht so richtig weiß, was für ein Studium ich da kriege oder was werde ich daraus kriegen können. Also was ich gerade gelernt habe, also in den letzten paar Monaten, war eher die Sprache zu lernen, weil wir dürfen auch Sprachen auswählen hier, entweder Französisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch im ersten Jahr. Ich habe Spanisch genommen auf Anfängersniveau. Ich fand es ein bisschen schwierig, erstmal mit dieser Sprache umzugehen zu können, zu lernen auch, aber ich fand es jetzt auch ein bisschen besser, dass die Professoren auch mir helfen dabei, die Sprache zu lernen. Was wir auch lernen hier ist etwas zwischen Politik und kulturell. Also wir lernen die kulturelle Geschichte aus Europa. Und dann mit Politik kommen wir uns näher vor mit was für Politik Konzepte haben wir. Wir haben die demokratische und dann haben wir die liberalische Konzepte. Und das sind zwei unterschiedliche Konzepte. Das habe ich gelernt, was ich interessant fand. Man lernt auch Businesses, also wie man Business anfängt. Man auch lernt, wie man eine Recherche macht. Und das ist eine von den Hauptsachen hier an dieser Universität, die ich sehr gerne mag und sehr begrüßen kann. Also die Dozenten sind nett, die sind auch fair mit dem Grading auch und wenn wir ein Problem haben, sind die natürlich da, um uns zu helfen. Mit den Klassengrößen, also in den Sprachenabteilungen, haben wir ziemlich große Klassen, so mit 20 Leuten. Aber die größte Klasse, die wir haben werden, sind immer in diese Lectures. Da haben wir mehrere Klassen zusammen reingepackt. Für die Seminare ist es unsere eigene Klasse, das sind 17 so Leute, also das finde ich angemessen. Dann können alle reden, dann können alle auch ihre Meinung geben zu Sachen. Einer von den größten Vorteilen ist, dass man mit sehr vielen Personen zusammen sein kann, die nicht eine Nationalität haben, also dass sie international sind. Man kann auch dann andere Kulturen erleben auch. Diese kleinen Teile, also beim Gespräch vielleicht, dass es ein bisschen anders ist. Und ja, man kann viele Freunde machen, viele Kontakte, die man benutzen kann, auch im späteren Leben. Und das begrüße ich auch sehr. Wir sind auch hier in Den Haag mit sehr vielen Institutionen, zum Beispiel die Deutsch-Nederlands Handelskammer oder dem Außenministerium von den Holländern. Auch mit dem International Criminal Code, was ich sehr interessant finde. Ich würde mal versuchen, da ein Internship zu kriegen. Also der Nachteil ist leider das Wetter. Es regt ständig hier. Ja, das ist das eine Nachteil, was ich hier sehe. Politik eher. Ich freue mich sehr auf Politik, weil das interessiert mich auch, weil man sieht in den Nachrichten auch überall auf der Welt, da passiert etwas und das man kann genau sehen, dass es etwas Politisches. Und ich will auch verstehen, wie diese Leute mit Politik denken, wie die mit Politik arbeiten können auch. Also das Politik ist einer von meinen beliebtesten Fachs auch. Aber ich freue mich auch auf den Spezialisierungen, die wir machen werden in den nächsten Jahren. Entweder im privaten Sektor oder im wie heißt das nochmal, diesen Public Sector. Ich würde mich versuchen, in den Public Sector einzubegehren, weil zu arbeiten für eine Nation vielleicht oder eine Institution, das will ich mal machen irgendwann. Ich würde diesem Studium richtig empfehlen. Also für den Anfang ist es nicht zu nah an einem spezifischen Kurs, das ist, was ich sehr gerne mag. Also da sind so Teile von anderen Fächern und das baut dich auch viel anders als beim speziellen Kursen, die man kriegen kann, vielleicht bei der Universität von Leiden.
Und hier kann man auch sehr viel mit Praktikum anfangen. Und das ist richtig gut. Man kann dann auch vernünftig Präsentationen führen, Debatten führen. Man kann auch richtig gut Recherchen machen. Und ja, diesen Kurs würde ich richtig empfehlen.